Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich zum BFW-Praxistag 2021 begrüßen. Unser Thema ist die Zukunftsbaumart Eiche. Normalerweise würden wir bei Kaffee und Kuchen stehen und miteinander plaudern, aber in diesem speziellen Jahr geht es uns so wie vielen anderen, dass die Veranstaltung online stattfinden wird. Wenn man eine Eiche pflanzt, darf man nicht die Hoffnung hegen, nächstens in ihrem Schatten zu ruhen. Dieses Zitat stammt aus dem bekannten Buch Der kleine Prinz und leitet uns sehr schön zu unserem heutigen Thema über die Eiche. Wir am BFW werden immer wieder gefragt, welche Baumarten für die Zukunft unseres Waldes gepflanzt werden können, um in Zeiten des Klimawandels klimafit zu sein. Und hier spielt die Eiche, vor allem die Trauben- und die Stieleiche, eine große Rolle. Sie werden bei der Klimaerwärmung profitieren, sie werden ihr Areal ausbauen und sie gewinnen unter wärmeren und trockeneren Bedingungen an Konkurrenzkraft. Sie erholen sich auch nach Trockenstress relativ rasch. Eine untergeordnete Bedeutung haben zwei andere Eichenarten, und zwar die Zerreiche und die Pflaumeiche. Zu all dem werden Sie heute in drei Kurzvorträgen vieles Interessantes hören. Die Kurzvorträge werden 10 bis 15 Minuten dauern und es wird danach auch die Möglichkeit geben, Fragen zu beantworten. Wir bitten Sie, diese Fragen im Chat zu schreiben. Sie werden den Referenten und der Referentin dann zur Beantwortung gegeben und sie werden direkt beantwortet. Wie läuft nun unser Programm ab? Wir haben drei Kurzvorträge. Beginnen wird Ernst Leitgeb vom Institut für Waldökologie und Boden und wird Ihnen über die Rolle der Eiche im Klimawandel berichten. Gefolgt wird Ernst Leitgeb von Marcella von Loh, die über unsere Eichenherkunftsversuche berichten wird, wie wir den Weg zu einer angepassten und zu vitaleren und stabileren Beständen finden wollen. Last but not least wird Silvio Schüller berichten über verschiedene Möglichkeiten der Eichenbewirtschaftung. Dieser Vortrag wird auch mit zwei ganz interessanten Videos aus der Praxis komplettiert. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie ein interessantes Programm vor sich haben und wünsche Ihnen viel Vergnügen und hoffe auf viele Fragen. Dankeschön. Und die Traumeiche konzentrieren. Dann möchte ich ein bisschen was erzählen, warum sind die Eichen im Klimawandel so interessant. Sie sind ja als Gewinnerinnen des Klimawandels angezeigt. Was ist das Besondere dran und was ist auch das Besondere für die forstliche Praxis? Und zum Abschluss möchte ich auch ein bisschen was erzählen über die Eichenstandorte im Klimawandel. Wie werden sich die Standorte verändern und was wird das für unsere Eichen bedeuten? Dann gehen wir vielleicht gleich in medias res. Ich möchte ganz kurz jetzt einmal trotzdem alle Eichenarten, die vielleicht in Frage kommen, kurz anreißen. Die Trauben- und die Stieleiche, unsere beiden wichtigsten Baumarten. Ich möchte gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, das können Sie auch nachlesen. Was ist aber für die Traubeneiche wichtig? Sie kommt in Österreich Kulin bis in der submontanen Stufe vor, 500, 600 Meter Seehöhe, ist Lichtbaumart, bisschen schattentoleranter als zum Beispiel die Stieleiche. Auf das werde ich später noch drauf eingehen. Hat ein relativ kleines Areal, ist also hauptsächlich West- und Mitteleuropa verbreitet. Die Stieleiche dazu hat ein sehr großes Areal, die reicht ja bis Russland, Mittelrussland, Südskandinavien hinein und steigt auch ein bisschen höher. Also in Österreich, Colline, submontane Stufe, aber teilweise auch bis in die tiefmontane Stufe, also wir haben auch schon auf 1000 Meter Seehöhe Stieleichenbestände gefunden. Die Zerreiche und die Pflaumeiche sind Baumarten des mediterranen Mischwalds, die auch in Österreich vorkommen. Die Zerreiche
hat eben den Schwerpunkt im südmediterranen, Süd-Südosteuropa, Balkan, ist konkurrenzfähig auf nährstoffarmen Standorten. Das ist vielleicht interessant, auch trockenstressresistent, ist allerdings von der Holzqualität geringer einzuschätzen als die Trauben und die Stieleiche und wird meistens also für Brennholz benutzt. Die Pflaumeiche ist ebenfalls eine Baumart des mediterranen Mischwaldes, kommt in Österreich hauptsächlich auf Kalkstandorten vor. Kalktrockenstandorten, steile Lagen, in Südeuropa allerdings auch etwas auf Carbonat, auf Silikat. Und Besitzbedeutung hauptsächlich als Standortschutzwald. Die Pflaumeiche wird ja oft als Baumart vor der Steppe tituliert. Also das kann vielleicht auch ganz interessant sein. Nur der vollständige Teilbaum möchte auch ein bisschen die Roteiche erwähnen. Eine Baumart aus dem östlichen Nordamerika, die sehr anspruchslos ist, auf durchschnittlichen Standorten der Trauben- und Stieleiche im Wuchs sogar überlegen ist, allerdings nicht in der Wertleistung. Interessant, dass also die Roteiche Carbonat meidet, ist vielleicht auch ganz interessant. Gut, dann möchte ich mich jetzt aber konzentrieren auf die beiden wichtigsten Baumarten, die Traubeneiche und die Stieleiche, und möchte Ihnen ein bisschen näher die Standortsansprüche gegenüberstellen. Unterscheiden Sie die überhaupt, die Trauben und die Stieleiche, oder gibt es da doch etwas zu beachten? Vorneweg muss ich sagen, jawohl, es gibt etwas aus standortskundlicher Sicht zu beachten bei den beiden Baumarten. Die Traubeneiche ist eine Lichtbaumart und ist etwas licht, also toleranter als die Stieleiche. Das heißt, die Traubeneiche lässt sie eher noch mit der Buche mischen, verglichen jetzt mit der Stieleiche, hat eher den Schwerpunkt auf den warmeren Beckenlagen und wird eher standörtlich durch den Spätfrost begrenzt. Und jetzt wird es aber interessant, dass die Traubeneiche doch verglichen jetzt mit der Stieleiche unterschiedliche Böden bevorzugt. Zum einen ist also die Traubeneiche sehr anspruchslos, was Nährstoffe oder den pH-Wert betrifft. Sie wächst praktisch überall auf fast allen Standorten, hat auch ihr Wuchsoptimum auf den günstigen Standorten, nur wird sie halt dort meistens zurückgedrängt, hauptsächlich die Buche. Also die Buche macht der Eiche dann schwer zu schaffen, die ist also viel konkurrenzkräftiger und drängt halt diese Eiche ab. Von den Bodenarten kann die Traubeneiche fast alle Bodenarten besiedeln, Sand, Schluff, auch tonreiche Böden, aber hauptsächlich auch skelettreiche Böden. Das ist also wichtig, da hat die Stieleiche etwas Probleme. Und wo unterscheiden sich die beiden Eichenarten, vor allem im Wasserhaushalt? Die Stieleiche verträgt Grund- und Stauwasser nicht. Das wären also Vergleiteböden, Böden mit langanhaltender Nassphase, Pseudoglei, das sind Stieleichenstandorte. Also da geht es der Traubeneiche sehr schlecht. Schwere Böden kann die Traubeneiche auch durchwurzeln, allerdings meistens nur bei sehr geringem Niederschlag. Wenn es 600, 700 mm Niederschlag hat, wird es also kaum zu langanhaltenden Nassphasen kommen. Im Gegensatz dazu die Stieleiche. Die Stieleiche hat etwas höhere Lichtansprüche als die Traubeneiche, das heißt Konkurrenz schwächer, Vorkommen in Auwald und in den feuchteren Lagen, gedeiht also auch schon bei einer geringeren Jahresmitteltemperatur. Zu den Bodenverhältnissen, sie ist ebenfalls anspruchslos, aber hat etwas höhere Nährstoffansprüche als die Traubeneiche, allerdings 15-20% Basensättigung ist immer noch relativ wenig. Vergleicht man das mit Nährstoffansprüchen der Edellaubhölzer, Bergerhorn und so weiter, da ist man, glaube ich, 50-70% aufwärts. Also 15-20% ist es auch bei der Traubeneiche generell gesehen noch relativ gering. Besonders liebt die Stieleiche tiefgründige skelettarme Böden. Da kann die Stieleiche mit ihrer Wurzel diese sauerstoffarmen Schichten relativ leicht durchwurzeln, also Lehme- und Tonböden. Und die Stieleiche eignet sich auch auf den schweren Böden mit langanhaltender Nassphase, auch vergleitenden Böden zu wurzeln. Sie erträgt also auch Grundwasser, Stauwasser, sogar kurzzeitige Überstauungen. Das schafft die Traubeneiche nicht. Schwere Böden, vor allem wenn mehr Niederschlag ist, ab 800 mm aufwärts, kann man schon rechnen, dass diese schweren Böden also auch einen langdauernden Wasserstau haben. Also das sind die großen Unterschiede zwischen Trauben- und Stieleiche. Ich habe Ihnen jetzt da zwei plakative Bodenprofile gegenübergestellt. Das eine ist also ein Boden, der für Traubeneiche geeignet ist, aus dem Wienerwald bei 650 mm Niederschlag. Sie sehen den Grobskelettreichtum. Man kann auch erahnen, dass die Bodenart relativ leicht ist. Das ist ein sandiges Material,
und im Gegensatz dazu auf der rechten Seite ein sehr schwerer Boden aus Salzburg, aus Oberndorf mit über 1000 mm Niederschlag und man sieht im Oberboden sehr gut, wie dieser Wassereinfluss sich auswirkt, die Vernässung des Oberbodens, zusätzlich eine sehr schwere Bodenart, man sieht es da an der Fingerprobe, man kann so kleine Würstel formen, also sehr plastisch und auch an der Färbung des Staukörpers. Also das ist ein Standort, der nur für die Stieleiche geeignet ist, da würde die Traubeneiche überhaupt nicht wachsen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Traubeneichenboden, der ist immerhin noch relativ günstig und man sieht da, dass da auch die Buche da auch noch eine gewisse Rolle spielt. Also man sieht den Bestand um, das ist also auch ein Eichen, Traubeneichen, Hainbuchenbestand. Also auf diesem Boden hat die Traubeneiche noch mit der Buche ihre liebe Not. Jetzt, was ist das Besondere an den Eichen im Klimawandel? Zum einen die Physiologie. Da möchte ich das kurz auf das Projekt Gwerke an der WSL verweisen. Ein physiologisches Projekt, wo die Eichen da etwas näher unter die Lupe genommen wurden. Bonfils et al. 2013 kann man nachlesen, findet sich auch auf waldwissen.net. Und die haben herausgefunden, dass die Stärke der Eiche ihre große physiologische Stabilität unter Stress ist. Das heißt, bei der Eiche bricht die Photosynthese nicht zusammen und sie kann sich auch nach Trockenstress relativ rasch erholen. Also das kann die Buche nicht, also das ist für sie ein großer Pluspunkt im Klimawandel. Und das Zweite ist auch die hohe Wurzelenergie auf skelettreichen Böden bei der Traubeneiche, die Spalten durchwurzeln kann, beziehungsweise auch schwere vernäste Böden wie bei der Stieleiche, das keine andere Baumart zustande bringt. Und vielleicht die Quintessenz aus dem Ganzen, bei Trockenheit können die Eichen mehr Energie in das Wurzelwachstum investieren als alle anderen Baumarten. Also das ist das Geheimnis der Eiche, warum sie auf Trockenstandorten so gut wachsen kann. Eine weitere Besonderheit, das ist jetzt für die forstliche Praxis, die Trauben und die Stieleiche sind also auch wertholztauglich. Bei geringen Nährstoffansprüchen vergleicht man das jetzt mit Edellaubhölzern oder mit der Buche, auch die etwas höheren Ansprüche der Stieleiche, 15-20% Basensättigung, also Basensättigung sind die basischen Kationen, Kalium, Calcium, Magnesium, relativ gering, 15-20% bei der Stieleiche, Edellaubhölzer, Bergerhorn 50%, Kirsche 70-80%, also viel anspruchsvoller. Das eine, allerdings muss man auch noch beachten, dass man bei Wertholzerziehung auch einen Nebenbestand braucht und auch auf dessen Standorts- und Bodenansprüche Rücksicht nehmen muss. Zum Beispiel Hainbuche, der die lehmigen Böden, Linde, eher skelettreichere Böden. Und natürlich muss es auch der Wasserhaushalt den Eichen ein gewisses Wachstum auch erlauben. Also auf extremen Trockenstandorten wird auch keine Wertholzerziehung möglich sein. Also das sind die Besonderheiten der Eiche. Und jetzt, wie werden sich die Eichenstandorte im Klimawandel verändern, wenn wir so prognostizieren, 2050, 2100? Die Eichen profitieren von der Schwächung der Konkurrenzbaumarten, hauptsächlich der Buche, eben aufgrund ihrer physiologischen Besonderheiten. Das kann sich in der Kolinenhöhenstufe auswirken, dass an der unteren Waldgrenze möglicherweise die Pflaumeiche eine Bedeutung bekommen wird, vor allem im Standort Schutzwald. Auf diesen exponierten Standorten ist damit zu rechnen. Da gibt es auch eine interessante Ersuchung aus den Schweizer Wallis von Riedling et al. Die beobachten, dass also die Traubeneiche auf diese inalpinen Trockentälern, die Pflaumeiche, die Waldföhren an sich verdrängt. Also die Kiefer wird durch die Pflaumeiche im Schweizer Wallis abgelöst. Das kann auch bei uns eine gewisse Rolle spielen, dass auf den Trockenstandorten die Pflaumeiche sich ausdehnen wird. Sekundäre Fichtenbestände in der Kolinenhöhenstufe sind ebenfalls ein großes Problem. Da möchte ich dann in der nächsten Folie kurz darauf eingehen, was bedeutet das für die Eiche. Gehen wir jetzt ein bisschen höher in die submontane Höhenstufe. Da wird die Eiche sich ausbreiten, vor allem auf Standorten, wo eben die Wasserversorgung für die Buche ein bisschen problematischer wird, wo sie Probleme gibt, ist zu rechnen, dass da die Eiche höher hinauf klettert. Vielleicht werden auch
dann an Zwangsstandorte, möglicherweise auch an der unteren Lage von der Stieleiche dominiert oder übernommen werden. Dann an Zwangsstandorte, das sind also Standorte in den höheren Lagen, die ebenfalls nur von der Tanne einer sehr wurzelkräftigen Baumart durchwurzelt werden können. Ein bisschen ein Überblick kann auch schon das Gelände darstellen. Also meistens sind diese trockenen Lagen schon im Gelände irgendwie erkennbar oder sind korreliert mit dem Gelände. Die trockenen Lagen sind eben die Kuppenlagen, die Oberhänge. Da sind die Böden meistens skelettreicher, meistens trockener. In den Mittel- und Unterhanglagen sind eher tiefgründigere Böden, meist auch feuchtere Böden, auch nährstoffreichere Böden zu finden. Also auch auch die Geländeform kann schon ein bisschen etwas anzeigen. Jetzt zu den besprochenen sekundären Fichtenwäldern in den Tieflagen. Sie sehen hier eine Karte mit roten Punkten. Das sind Punkte der Waldinventur, wo fichtendominierende oder fichtenreinbestände vorherrschen. Und Sie sehen viele rote Punkte im nördlichen Alpenvorland, Oberösterreich, der Westteil, aber auch der Ostteil, ein bisschen was im Weinviertel und dann auch vor allem in der Südoststeiermark, also sehr viele sekundäre Fichtenwälder, und das sind großteils Eichenstandorte. Das heißt, diese Eichenstandorte, vor allem gerade in der Südoststeiermark, sind also sehr stark durch Staublehme, also durch schwere Böden, beeinträchtigt. Man sieht es also hier, wie es da ausschaut. Das wäre so ein Fichtenreinbestand, die äußerst labil sind. Und gerade in diesem Bereich hat man die Fichte weniger Probleme mit der Trockenheit als mit der Stabilität. So, zusammenfassend. Die Standortsansprüche von Traubeneiche und Stieleiche unterscheiden sich gravierend. Also das ist wirklich wichtig. Vor allem im Bodenwasserhaushalt, die Nährstoffhaushalte sind eher nicht so wichtig. Die Stieleiche wächst auf ungeeigneten Standorten, skelettreichen Böden, besonders schlecht. Es wäre vielleicht ein Tipp für die Praxis, wenn Standorts- und Bodenverhältnisse sehr heterogen sind, lieber auf die Traubeneiche zu setzen und die Stieleiche wegzulassen, dafür die ganz feuchten Lagen auszulassen. Das wäre so ein bisschen ein Kompromiss. Der Bodenwasserhaushalt ist wichtig, ist im Boden sehr leicht erkennbar. Man braucht keine komplizierten chemischen Bodenanalysen. Man hat die Gründigkeit, Spatenprobe, man kann sich geworfene Wurzeltäler anschauen, Hangschnitte anschauen. Das geht also relativ leicht. Das kann man also sehr leicht feststellen mit geländebodenkundlichen Werkzeugen. Die Eichen werden von der verminderten Vitalität, vor allem der Buche, sehr stark profitieren, vor allem in der submontanen Höhenstufe, Ausdehnung auf trockene Lagen, teilweise auch Ersatz für die Tanne in den tiefmontanen Bereichen, werden dann diese Standorte eher durch die Stieleiche besiedelt werden. Und an der unteren Waldgrenze kann die Pflaumeiche im zum Beispiel sommerwarmen Osten eine größere Rolle spielen, beziehungsweise auf schwereren Böden die Zehreiche oder eventuell auch die Balkaneiche, die Quercus freneto, die wäre ebenfalls eine Option, da sie ein bisschen von der Holzqualität offenbar ein bisschen besser ist als die Zehreiche. So, damit bin ich am Ende meines Kurzporträts und möchte mich recht herzlich für Ihr Interesse an der Standortskunde bedanken. Vielen Dank, lieber Peter. Guten Morgen auch von meiner Seite. In meinem Vortrag würde ich Ihnen gerne zeigen, wie uns die Eichenherkunftsversuche sowie auch die Ergebnisse, die wir aus diesen Eichenherkunftsversuchen bekommen, uns helfen sollen, angepasste, vitalere und stabilere Bestände zu begründen. Natürlich, wenn wir einen Bestand begründen wollen, brauchen wir dazu ein passendes Saatgut, brauchen wir überhaupt Saatgut. Also lass uns zuerst anschauen, wie das mit den Verkaufszahlen bei dem Saatgut ausschaut. Auf dieser Grafik sehen wir die sechs am meisten verkauften Forstbaumarten in Österreich. Nach der Fichte, Lärche, Tannen, Douglasie kommt dann die Stieleiche. Und wenn wir uns die Trends anschauen,
die Trends, die also auf der X-Achse haben wir dann die Verkaufssaison 2012 und 2013 bis 2017 und 2018. Dann sehen wir, dass die Nachfrage ist steigen und somit auch die Verkaufszahlen bei der Stieleiche steigen. Wir können gleich die Frage aber stellen, bei diesen verkauften Stieleichen, kommen die aus Österreich oder sind sie eigentlich oder kommen sie aus Ausland? Das möchte ich euch zeigen mit der zweiten Grafik. Da auf der X-Achse haben wir die unterschiedlichen Baumarten und die zwei Eichenarten, Stieleiche und die Traubeneiche, habe ich extra mit einem schwarzen Pfeil markiert, damit man sie besser sehen kann. Die Daten, die in diesem Balken drinnen stehen, das sind Mittelwerte von den Verkaufszahlen in diesem ganzen Periode von 2012 bis 2018. Die blaue Farbe steht, wenn das Pflanzgut aus Österreich kommt, und das orangene, die orangene Farbe dann für das Pflanzgut aus Ausland. Also wir sehen bei den beiden Eichenarten, dass sowohl aus Österreich als auch aus Ausland eigentlich das Pflanzgut kommt. Und besonders bei der Traubeneiche sehen wir, dass sogar 60% von dem Pflanzgut, was in Österreich verkauft wurde, eigentlich aus Ausland kommt. Soll das jetzt heißen, dass wir ausländisches Pflanzgut verwenden, weil wir einfach zu wenige Saatgut-Erntebestände haben oder Plantagen, wo wir selber Saatgut produzieren können? Diese Frage kann man vielleicht kurz gleich beantworten, wenn wir uns da anschauen, rechts auf der Karte, die Anzahl von den einzelnen Saatgutentenbeständen, die wir in Österreich haben. Also für die Stieleiche sehen wir, da haben wir in Österreich 111 Saatgutentenbestände, bei der Traubeneiche haben wir sogar 91. Also das sind die aktuellen Zahlen zu den Saatgutentenbeständen. Wenn wir jetzt einen Bestand also begründen wollen, was für Material sollen wir nehmen? Sollen das Lokale, das Regionale oder doch das Fremde? Also diese Frage haben sich eigentlich schon meine Kollegen im Jahr 2005 gestellt. Und deswegen haben sie mit einem sehr schönen Herkunftsversuch angefangen. Diese Versuche wurden im Rahmen des Projektes Pro Eiche initiiert und gestartet. Und das Projekt Pro Eiche hat eigentlich drei Hauptziele. Das erste Hauptziel ist Erfassung der genetischen und phänotypischen Variation innerhalb und zwischen Herkünften der Stieleiche und Traubeneiche. Das zweite Ziel ist die Prüfung der Anbaueignung auf verschiedenen Standorten. Und das dritte Hauptziel war die Bewertung der Nachkommenschaften österreichischer Saatguterntebestände. Also was hat man genau gemacht in diesem Versuch? Man hat 22 Herkünfte im Inland und im Ausland ausgesucht. Also es gab eine ganze Liste von Kriterien. Wichtig aber auch war, dass einfach diese Herkünfte Top-Herkünfte sind. Diese Herkünfte, in diesen 22 Herkünften, darunter sind 16, die die Stieleiche präsentieren und, Entschuldigung, das ist ein Fehler. Meine Präsentation, das sind einfach 14, die die Stieleiche Herkünfte präsentieren und 8, die Traubeneiche. Aus Ausland haben wir auch Herkünfte geholt, wie zum Beispiel die bekannte Traubeneiche aus Spessart oder die bekannten Stieleichen aus Slawonien, also aus Kroatien. Oder die Stieleiche Herkunft Hluboka aus Tschechien. In diesen Saatgutentenbeständen, diese Herkünfte, hat man Eicheln von 22 Mutterbäumen getrennt angezogen und die werden auch getrennt ausgepflanzt an 5 unterschiedlichen Versuchsflächen. Mit den roten Punkten auf der Karte sehen Sie wo unsere 5 Versuchsflächen liegen. Die liegen im natürlichen Verbreitungsgebiet der Eiche. Und mit den roten Punkten ist dann einfach die Position, also wo die unterschiedliche Herkünfte dann herkommen. Vielleicht nur ganz kurz zu den Versuchsflächen. Zu den 5 Versuchsflächen, die finden wir in 3 unterschiedlichen Herkunftsgebieten, wie wir dann in der Tabelle oben sehen können.
Und diese 5 Versuchsflächen sind gekennzeichnet auch dadurch, dass sie nicht nur unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten also der Boden unterschiedliche Bodencharakteristika hat, sondern auch von der Klima her, sie sind unterschiedlich. Also in der Tabelle unten sind da 2 Klimavariablen aufgelistet. Das ist die Jahresmitteltemperatur und rechts sehen wir den Jahresniederschlag. Vielleicht kurz eingehen auf den Jahresniederschlag bei diesen Versuchsflächen. Der Differenz zwischen dem trockensten Standort und dem feuchtesten und frischesten Standort ist ungefähr 400 Millimeter von Niederschlag. Bei unseren Versuchsflächen ist ganz wichtig, wie sie geplant sind und dann ganz wichtig, dass wir immer bei unseren Versuchen wissen, bei jeder Pflanze, aus welcher Herkunft sie präsentiert. Und sogar bei diesen Herkunftsversuchen wissen wir genau auch, welche Pflanze, welches Individuum von welchem Mutterbaum kommt. Zu dem kurzen Überblick, wie das ganze Projekt gestartet hat. Und das können wir einfach kurz mit diesen Fotos da anschauen. Dass eigentlich schon im Jahr 2006 hat man die Eicheln in den ausgewählten Saatgutentenbeständen gesammelt, also gesammelt von diesen, wie schon erwähnt, von diesen 22 Mutterbäumen. Dann hat man die Eicheln in einem Versuchsgarten Maria Brunn angezogen. Dann hat man die 5 Versuchsfläche vorbereitet, die Eicheln wurden ausgepflanzt und im Frühjahr 2009 haben wir mit den ersten Aufnahmen, mit der ersten Evaluierung, Datensammeln angefangen. Diese Aufnahmen waren noch nicht Voraufnahmen, erst in 2011 haben wir mit einer Voraufnahme gestartet. Da waren die Pflanzen gerade 5 Jahre alt. Im Jahre 2016 war die zweite, das ist die zweite Voraufnahme. Im Jahr 2016 und jetzt im Jahr 2021, das ist jetzt, da werden jetzt die Pflanzen 15 Jahre alt und da wird jetzt die dritte Vollaufnahme kommen. Also welche Eigenschaften sind für uns interessant? Also wir haben 2 für die Wuchsleistung und das ist die Höhe und BHD und dann 3 Eigenschaften für die 3 Formeigenschaften und das ist die Stammform, die Wuchsform und Zwiesel. So diese 5 Merkmale wurden bei allen Pflanzen in diesen 5 Versuchsflächen gesammelt. Ich muss ein bisschen vorstellen, dass in jeder dieser Versuchsfläche haben wir ungefähr an die 6600 Individuen, die da gemessen werden. Eine Grafik vielleicht zur Korrelation zwischen BHD und der Höhe, die wirklich sehr stark ist. Jetzt kommen wir vielleicht zu Ergebnissen den einzelnen Herkünften. Für jede Herkunft haben wir eigentlich unsere Ergebnisse in 2 Diagramme, können wir mit 2 Diagrammen präsentiert. Ein Diagramm, was ich da links zeige, ist ein Diagramm, wo man sich anschauen kann, wie eine Herkunft in den einzelnen 5 Eigenschaften performt. Also wir haben da BHD, Höhe, Stammform, Wuchsform und Zwiesel. In der Mitte, die gestrichelte Linie stellt den standardisierten Mittelwert. Und wenn man sich jetzt diese rote Linie da anschaut, die ich da euch zeige, das ist ein Beispiel für eine hypothetische Herkunft. Man sieht, dass diese hypothetische Herkunft eigentlich sehr gut performt, weil seine Werte für BHD und Höhe, also für die Wuchsleistung sowie auch für die Formeigenschaften eigentlich weit über den standardisierten Mittel gehen. In dem Diagramm rechts kann man sehen, wie diese bestimmte Herkunft über die unterschiedlichen Flächen streut, also ob die Herkunft stabil ist. Also bei diesem jetzt hypothetischen Herkunft sehen wir, dass die Werte für alle 5 Eigenschaften eigentlich innerhalb von dem standardisierten Mittel drin stehen. Also diese Herkunft ist stabil. Aber lass uns jetzt auf unsere Herkunft angehen, die wir da untersucht haben. Und lass uns eigentlich mit dem Besten anfangen. Also mit den Herkünften, die in allen 5 Eigenschaften wirklich gut performen, das ist die Herkunft Linz und der Herkunft Klagenfurt. Da sehen wir, dass die rote Linie auf dem linken Diagramm
oberhalb von diesem standardisierten Mittel liegt. Und diese beiden Herkünfte sind auch sehr stabil. Dadurch, dass diese Herkünfte in allen Merkmalen sehr gut sind, wurden sie auch als Allrounder bezeichnet. Natürlich haben Herkünfte, die nun zum Beispiel in der Wuchsleistung gut performen und uns überzeugen, das sind zum Beispiel die zwei Herkünfte, Herkunft Luising und Braunsberger Wald. Da sieht man, dass gerade in BHD und in der Höhe in dem Diagramm links die Werte über den standardisierten Mittel weit drüber gehen. Beide sind auch sehr stabile Herkünfte. Dann haben wir Herkünfte, die gerade mit dem Formeigenschaften uns überzeugen. Und das war die Traubeneiche Spessart oder die Stieleiche aus Tschechien, beide auch sehr stabil. Natürlich haben wir aber auch Herkünfte, die gute Wachstumseigenschaften uns zeigen und Formeigenschaften, aber sie sind sehr variabel, also sie sind nicht stabil und sie streuen über die unterschiedliche Bestände. Also basierend auf diesen Ergebnissen und auf dem, was ich euch jetzt gezeigt habe, ich muss aber auch betonen, dass diese Ergebnisse beziehen sich nur auf 10 Jahre. Aber trotzdem können wir uns ein bisschen schon einen Überblick beschaffen, dass die Herkünfte, die wir in Österreich haben, eigentlich sehr gut performen und zeigen bessere Performance als die, die wir da aus Ausland untersucht haben. Natürlich, wenn wir einen Bestand begründen, können wir nicht nur Pflanz- und Saatgut aus Saatgutentebeständen verwenden, sondern auch aus Plantagen. Und diese Grafik zeigt uns gerade, welche Entemengen bei der Stieleiche in unterschiedlichen Jahren in diesen zwei Kategorien beprobt worden sind. Also wir sehen, dass eigentlich in jedem Jahr die orangene Farbe überwiegt. Das würde heißen, dass das meiste Saatgut, was wir da verwenden würden oder was da geerntet worden ist, aus den Entenbeständen kommt. Ja, das ist auch eigentlich gut erklärbar, weil wenn wir uns anschauen, wie viele Plantagen wir eigentlich haben für die Eichen, dann sind das insgesamt 3 Plantagen. Also wir haben 2 Plantagen für die Stieleiche und eine eigentlich Plantage, Samenplantage für die Traubeneiche, wobei von diesen 3 Plantagen eigentlich nur eine jetzt fruktifiziert. Es ist ein bisschen so Überblick zu schaffen, wie viel Kilogramm Saatgut wir aus einem Eichenbestand bekommen können, habe ich euch da die 2 Zahlen unten aufgelistet. Also aus einem Saatgutbestand können wir so ungefähr 200 Kilogramm von einem Eichen gewinnen. Bei der Plantage ist das mehr. Also bei der Plantage kann das auf die rund 1400 Kilogramm kommen. Wobei, wenn ein gutes Jahr ist, dann, wie das bei unserer Plantage im 2013 Jahr war, da konnte man sogar mehr als 4000 Kilo an Eicheln gewinnen. Die Versuche, die ich euch da präsentiert habe, die Herkunftsversuche, verwenden wir nicht nur, um die Herkunftsempfehlungen zu machen, sondern auch aus diesen Herkunftsflächen, also aus diesen Versuchsflächen, wollen wir bestimmte Individuen selektieren und dann für die Anlage von 2 Plantagen verwenden. Wenn man eine Samenplantage anlegt, kann man sich fragen, will ich eine Samenplantage haben, die mir Saatgut für trockene, und also für trockene, aber auch für frische Standorte leistet? Oder will ich endlich 2 Plantagen machen, wobei die eine Plantage liefert mit Saatgut für die trockene Standorte und die zweite für die frische Standorte. Das ist eigentlich alles möglich und alles machbar, wie wir auch mit unseren Analysen da jetzt herausgestellt haben. Ich würde auch noch mit einer Folie gerne zeigen, wie so eine Selektion von Individuen für Plantage funktioniert. Da haben wir jetzt unsere Versuchsfläche Weilburg, das ist ein trockener Standort, wo wir aus diesem Standort wollen wir die besten Nachkommenschaft für eine Plantage selektieren, die gerade in der Höhe, also in dem Wachstum, sehr überzeugen. Durch das Testen von Mutterbäumen und Nachkommen werden die sogenannten Zuchtwerte bestimmt. Also wenn wir uns die Grafik rechts anschauen,
Da wurden Zuchtwerte für alle Stieleichen in dieser Versuchsfläche berechnet. Also auf X-Achse haben wir Zuchtwert, auf der Y haben wir die Höhe. Die Zuchtwerte, die ihr da rot markiert sind, das sind die ausselektierte 15 Bäume mit dem höchsten Zuchtwert. Also wie kann ich eigentlich, oder wie kann ich eigentlich einen Zuchtwert verstehen? Was ist eigentlich ein Zuchtwert? Ein Zuchtwert beschreibt uns die Wirkung, es bestimmt uns eine Wirkung, die der Genotyp auf ein selektiertes Merkmal, in diesem Fall ist es die Höhe, hat, wenn dieser Genotyp mit anderen Genotypen kombiniert wird. Also wenn ein Zuchtwert einen hohen Wert hat, das heißt, dass dieses Merkmal verstärkt wird. Wenn wir jetzt die unteren zwei Zeilen auf meine Folie anschauen, dann können wir sehen, wenn wir aus dieser Fläche mit diesen 15 weiteren Individuen arbeiten, wir nehmen sie für die Plantage, können wir einen genetischen Gewinn bekommen, welche entspricht ungefähr Verbesserung der Wuchsleistung um 84 Zentimeter. Natürlich, wenn wir weniger Individuen selektieren, also nicht statt 50 würden wir nur 30 nehmen, dann ist dieser genetische Gewinn noch größer und der Gewinn entspricht dann einem Meter. Also um meine Folie ein bisschen zusammen zu fassen, würde ich Ihnen gerne jetzt wieder nochmals betonen, dass ich hoffe, dass ihr auch das sehen könntet, dass die Herkunft, also welche Herkunft da bei der Eichen wir für unsere Bestände nehmen, ist wirklich entscheidend. Was wir auch noch sehen könnten, dass laut den Ergebnissen von den ersten 10 Jahren, dass sind eigentlich österreichische Herkunft, die wirklich uns überzeugen in der Wuchsleistung und auch in dieser Leistung in den allen 5 Eigenschaften, die wir da untersucht haben. Natürlich, es gibt auch diese unberechenbaren Herkünfte, da waren die Herkünfte, die gestreut haben, aber vielleicht gerade diese Herkünfte können auch tendenziell für wärmere und trockene Standorte verwendet werden. Dadurch, dass die Eigenschaften wie die Wuchsleistung, also die Höhe und BHD sowie auch Wuchsform genetisch bedingt ist, verwenden wir diese, ist es möglich, uns dann weitere Züchtung mit diesen Individuen von diesen Flächen zu performen. Also der Ausblick, was wir da jetzt planen, natürlich jetzt kommt zuerst die Evaluierung der Versuchsflächen. Also jetzt werden die alle Individuen sind jetzt 15 Jahre alt, also die müssen jetzt wieder vermessen werden. Ganz wichtig, damit wir uns dann wirklich an die Herkunftsempfehlungen für euch machen können. Und was wir auch noch planen, das ist die Anlage von 2 Klonplantagen, wo wir dann für diese Plantagen die 50 besten Familien ausselektieren wollen. Also ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und falls ihr noch Fragen habt, freue mich gerne über welche zu bekommen. Okay, gut, also da habe ich eine Frage bekommen, warum ist die Traubeneiche eine Nebenbaumart? Okay. Also falls, wenn ich das gut verstanden habe, dann diese Kategorisierung besteht auf den Zahlen mit der Versorgung mit dem Pflanzgut. Dass man sieht in dieser Gruppe mit den Hauptbaumarten stehen dann die 10 unterschiedliche Baumarten und die restlichen wurden dann als Nebenbaumarten bezeichnet. Okay, es gibt zwei Fragen, die sind eher auf die Hybridisierung zwischen den beiden Eichenarten da beziehen. Und die Frage lautet, können Stieleichen, können Stiel- und Traubeneiche genetisch differenziert werden?
Also zu meinen, zu meinen, zu, zu um die Frage exakt dazu zu beantworten. Zu meiner Zeit, wenn ich die untersucht habe, war das nicht möglich, aber laut meinen Kollegen von der ökologischen Genetik und Genomforschung ist es möglich. Nächste Frage, sind die Verkaufszahlen für Trauben-Eichenpflanzen auch gestiegen oder nur bei Stilleiche? Leider habe ich eine Statistik für die Trauben-Eiche nicht. Aber gerne, ich kann auch diese Daten, also die Frage eigentlich mit meinem Kollegen Heino Konrad besprechen und dann auf Ihnen dann schriftlich schicken. Und auch die dritte Frage bezieht sich eigentlich auf das Saatgut, auf das Pflanzenmaterial, ob wir ausreichend gutes Pflanzenmaterial für die Aufforstung in den kommenden 3 Jahren zur Verfügung haben. Diese Frage kann ich auch jetzt nicht beantworten, aber wie schon gesagt, ich setze mich zusammen mit meinen Kollegen und schaue, dass wir auch dann diese Frage dann in den schriftlich dann beantworten können. Also vielen Dank für die Fragen. Da war noch ein Kommentar über die Menge von den Eicheln, die man bei einem Saatgutbestand beendet hat. Und der Kollege schreibt, sie haben in dem Saatgutbestand bei denen 3.500 Kilogramm beendet. Die Zahlen, die ich Ihnen gezeigt habe, das sind Mittelwerte. Eine Frage bezieht sich auch auf die Herkunft Klagenfurt und auf die Menge von dem Saatgut. Also da steht, leider gibt es bei der Herkunft Klagenfurt und fast kein Saatgut. Auch diese Frage leider kann ich nicht bestätigen, aber ich werde das rausfinden. Ich werde das für Sie rausfinden. Vielen Dank für alle Ihre Fragen. Einen wunderschönen guten Morgen auch noch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss dieses Vormittags noch etwas über die verschiedenen Möglichkeiten der Eichenbewirtschaftung und vor allem die praktischen Aspekte der Eichenbewirtschaftung erzählen. Die Eiche ist ja in den letzten 4 bis 5 Jahren besonders in den Fokus der Öffentlichkeit geraten und besonders in den Fokus der Forstpraxis geraten, weil der Klimawandel und die Folgen des Klimawandels sich immer mehr manifestiert haben und mittlerweile im Wald in vielen Regionen deutlich sichtbar sind. Zum Glück haben wir am BFW schon vor mehr als 30 Jahren damit begonnen, uns auch mit der Eiche zu beschäftigen und können daher jetzt schon auf Ergebnisse und Erfahrungen aus diesen 30 Jahren zurückblicken. Warum hat man das damals schon gemacht? Zunächst muss man sagen, hat man natürlich schon in den 1970er Jahren gesehen, dass es zunehmend Probleme mit der Fichte außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes gibt und hat sich überlegt, welche anderen Baumarten wären irgendwann mal interessant, wären als Alternative geeignet. Dann ist in den 1980er Jahren das Eichensterben aufgetreten und dann hat man sich überlegt, ja, haben wir eigentlich die Bewirtschaftung der Eiche, wie man sie bis damals gemacht hat, war das eigentlich richtig, war das falsch, was kann man besser machen? Und dann ab den 1990er Jahren sind dann die ersten größeren Windwürfe aufgetreten, Wiebke, Paula, und da waren auf einmal große Flächen Wald neu zu bestocken. Und da war auch die Eiche immer wieder ein wichtiger Baumart, die da genannt wurde, mit der wir uns beschäftigt haben und wo wir gefragt haben, wie kann man die bewirtschaften, wie kann man Bestände begründen. Und seit den 2000er Jahren eigentlich ist der Themenkomplex Klimawandel immer mehr in den Vordergrund getreten. Zum Klimawandel. Wir haben heute schon einiges über die standortliche Eignung der Eiche gehört, was ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, auch nochmal, wie die Eignung der Eiche, hier am Beispiel der Stieleiche, in Zukunft, heute und in Zukunft aussieht. Wir haben am BFW, arbeiten wir teilweise auch mit Klimahüllenmodelle, die das potenzielle
das potenzielle Vorkommensgebiet der verschiedenen Baumarten anzeigt. Hier geht es nur um das Klima und um die Klimaeignung. Die standortliche Eignung ist zusätzlich zu berücksichtigen, so wie die sie von meinem Vorredner, von Herrn Leitgeb, auch dargestellt wurde. Und was wir hier sehen, ist die potenzielle Eignung heute und im Jahr 2100 bei einer angenommenen Temperaturerwärmung von plus 2 Grad Celsius. Und da sehen wir, auch heute ist sie schon sehr, sehr gut geeignet in dem Alpenvorland, in der Südoststeiermark, im Wienerwald und in den Wuchsgebieten 8.1 und teilweise eben auch im Waldviertel. Und in Zukunft wird die Eignung der Stieleiche in all diesen Regionen auch weiterhin gut sein. Und sie wird sich immer mehr in die mittleren Lagen hineinziehen. Also auch dort wird die Eiche potenzielle Standorte gewinnen können. Das nur mal ganz kurz zum Einstieg. Wer sich mehr für das interessiert und auch schauen will, wie sieht das in meiner eigenen Region aus? Wie sieht das für meinen eigenen Wald aus? Wir haben diese Klimahöhlenmodelle vor kurzem online verfügbar gemacht. Über die Webseite klimafitterwald.at kann man die Baumartenampel abrufen und kann für 7 wichtige Baumarten derzeit für seinen eigenen Standort schauen, welche Baumart heute und in Zukunft dort am besten geeignet ist. Wenn die Eiche auch in der Vergangenheit schon in einigen Regionen so gut geeignet war, stellt man sich natürlich die Frage, ja, warum wurde dann bisher nicht auch schon stärker mit der Eiche gewirtschaftet? Was waren eigentlich die Probleme? Warum hat sie bisher nur einen vergleichsweise geringen Anteil in der Waldfläche in Österreich? Und das sind einige Probleme, die zu nennen wären. Ganz wesentlich ist, dass das Wuchspotenzial der Eiche bis Anfang der 2000er Jahre in Österreich eigentlich sehr, sehr wenig bekannt war und weitestgehend unterschätzt wurde. Darüber hinaus haben in Österreich traditionell nur sehr wenige Betriebe, vor allem im Weinviertel, eine waldbauliche Tradition in der Eichenbewirtschaftung. Und außerhalb dieser Betriebe hat man nicht gewusst, wie man mit der Eiche umgehen soll, wie man sie bewirtschaften, wie man sie Bestände begründen soll. Und es hat natürlich auch in der wissenschaftlichen Begleitung gefehlt. Es haben Versuchsflächen, Demonstrationsflächen gefehlt, wo man einfach hingehen konnte und lernen konnte und gesehen hat, das funktioniert weniger gut. Zum ersten Thema, Wuchspotenzial der Eiche. Das ist ein Thema, also vielleicht ganz wesentlich, vielleicht die in der Vergangenheit hat oft die Eichentradition der Nachbarländer als ein Maßstab für die Eichenbewirtschaftung gegolten. Da wäre vor allem natürlich die Eichentradition im Spessart zu nennen, wo bei einer Umtriebszeit von 200 bis 300 Jahren die teuersten Furniereichen der Welt mit produziert werden, und zwar Traubeneichen. Und wo man natürlich hinschielen kann, sagen kann, Wahnsinn, welche hohen Preise diese Furnierstämme dort erzielen. Aber die waldbaulichen Kosten und die langen Umtrittszeiten sind natürlich nichts, was denn einen Umstieg wirklich interessant erscheinen lässt. Und dann schauen natürlich auch viele auf die Eichentradition in Kroatien, in Slawonien, wo auch unter gänzlich anderen Standortsvoraussetzungen die Eiche bewirtschaftet wird, auch mit einem großen personellen Einsatz. Und heute sind wir eigentlich davon überzeugt, dass diese Eichentraditionen der Nachbarländer für Österreich eigentlich nicht als Maßstab gelten können, denn wir haben ganz andere Standorte. Wir denken über andere Umtriebszeiten nach und auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Betriebe, vieler Betriebe und Kleinwaldbesitzer in Österreich sind gänzlich andere als der großen Staatsbetriebe in Deutschland oder in Kroatien. Wenn wir uns also jetzt die Frage der Wuchsleistung der Eiche nochmal stellen, dann arbeiten wir derzeit gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Österreich im Projekt, in einem LE-Projekt Managementplan Forst und haben da erstmalig ein Waldwachstumsmodell für die Eiche erstellt. Davon kann ich Ihnen hier heute ein Modell zur Oberhöhenbonität und in Abhängigkeit vom Klima zeigen. Hier ein Beispiel für das heutige Klima. Und Sie sehen hier in den verschiedenen Farben, in welche Region die Eiche das höchste Wuchspotenzial hat. Erfahrungsgemäß variiert das sehr, sehr stark in Abhängigkeit, in welcher Region ich mich befinde. Das größte Wuchspotenzial haben wir in der Südoststeiermark, im nördlichen Alpenvorland und im Klagenfurter Becken. Geringeres Wuchspotenzial haben wir in den bisherigen, eigentlich traditionellen Eichengebieten, auch im Weinviertel.
dass dieses hohe Wuchspotenzial im Alpenvorland nicht nur ein Modell ist, sondern tatsächlich auch Realität ist. Das haben wir in den letzten Jahren auf verschiedenen Versuchsflächen immer wieder gesehen. Und hier ist nur mal ein Extrembeispiel eines extrem gut bewirkt auf eines jungen Stieleichenstandort, eines jungen Stieleichenbestandes in Oberösterreich im Alpenvorland auf einem optimalen Standort und bei optimaler Pflege. Das sind extrem gute Zuwächse sozusagen möglich. Ein 35-jähriger Eichenbestand, wo der dickste Baum schon einen BHD von 45 Zentimeter erreicht hat. Und das wäre jetzt, um jetzt den kleinen Prinz wieder zu zitieren, das ist durchaus eine Wuchsleistung, wo man in seiner Lebenszeit sehr schön im Schatten liegen kann. Aber man muss sagen, das ist kein Durchschnitt. Diese Standorte gibt es nicht überall. Und man sollte jetzt, wenn man beginnt mit der Eichenwirtschaft, nicht genau dieses sozusagen, man kann auf nicht allen Standorten mit diesen Wuchsleistungen rechnen. Jetzt haben wir dieses Oberhöhenbonitätsmodell. Und es gibt uns natürlich jetzt auch die Möglichkeit, schon mal vorauszuschauen oder zu überlegen, ja, wie und wo könnte sich eigentlich sozusagen das Wuchspotenzial der Eiche in Zukunft verändern. Sie sehen hier jetzt nochmal einen Vergleich der verschiedenen Oberhöhenbonitäten bei unterschiedlichen Klimabedingungen. Oben in der Mitte ist nochmal dasselbe Modell, was ich vorher schon mal gezeigt hatte. Und wenn man jetzt von dort aus, jetzt muss ich sagen, von meiner Seite aus gesehen nach links schaut, das würde passieren, wenn es etwas weniger Niederschlag geben würde. Nach rechts haben wir dann mehr Niederschlag. Und wenn wir dann nach unten gehen, sehen wir auch die Temperaturerwärmung dabei. Und wenn wir jetzt, sagen wir, einfach nach unten gehen, genau in die Mitte, dann hätten wir eben gleichbleibend Niederschlag bei einer Temperaturerwärmung von ungefähr 2,5 Grad Celsius. Das ist ungefähr das Ziel, was sich die Weltgemeinschaft mit den Paris-Zielen gestellt hat. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, dann sehen wir, dass die Eiche trotzdem noch in sehr, sehr vielen Regionen Österreich, sogar in mehr Regionen als heute, ein hohes Wuchspotenzial erreicht. Auch dieselben Regionen sind noch zutreffend. Allerdings wird das Wuchspotenzial in den Regionen, in den traditionellen Eichengebieten, im nördlichen Burgenland und im Weinviertel weit noch deutlich abnehmen. Damit möchte ich von den eher theoretischen Überlegungen beziehungsweise auch von den Überlegungen zum Wuchspotenzial der Eiche in die konkreten waldbaulichen Empfehlungen gehen und ein bisschen vorstellen, mit welchen Fragestellungen wir uns in der Vergangenheit mit Eichenversuchen beschäftigt haben. Und das waren drei Themen, die uns da interessieren. Auf der einen Seite haben wir uns immer wieder interessiert, wie kann man einen Bestand begründen, kostengünstig begründen? Welche Designs werden da geeignet? Die zweite Frage ist immer die, wenn ich einen jungen Eichenbestand habe, wie muss ich den bewirtschaften? Wie stark muss ich den durchforsten, um sozusagen auch eine hohe Wertleistung zu erzielen? Und dann eine dritte Frage, die wir uns stellen, ist, wenn wir heute die Eiche schon in Mischbeständen antreffen, wie können wir die Wertleistung dieser Bestände noch erhöhen? Wie können wir vielleicht den Eichenanteil in diesen Beständen, die vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so optimal bewirtschaftet wurden, noch verbessern? Ich möchte jetzt anfangen und relativ kurz einsteigen in die Begründungsverfahren. Hier haben sich aus Dutzenden von Versuchsflächen des BFW haben sich eigentlich zwei Methoden für die Begründung als ideal erwiesen. Einerseits die Truppflanzung, wo man Trupps von 20 bis 30 Bäumen ungefähr sozusagen eng zueinander setzt und umgebend eine dienende Baumart oder die Naturverjüngung nutzt. Und auf der anderen Seite traditionelle Reihenpflanzung. Für welche dieser Begründungsverfahren man sich entscheidet, ist ganz stark abhängig vom Standort, von der Flächengröße, von den Pflegeverfahren etc. Dieses Thema haben wir in der Vergangenheit bei verschiedenen anderen Praxistagen schon sehr, sehr ausführlich diskutiert. Und wir möchten Ihnen jetzt aber kurz mal einen Einblick geben, mit welchen Kosten diese verschiedenen Begründungsverfahren verbunden sind, dass Sie einen Eindruck bekommen, mit was muss ich rechnen, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier 1 Hektar Eichenbestand anlegen. Und damit bitte ich um die Einspielung unseres vorbereiteten Videos. In dieser Präsentation werden wir in einer Auswahl von 3 Beispielen verschiedene Designs von Eichenkulturen und ihre Kosten zeigen. Voraussetzung für die Auswahl war,
dass bei korrekter waldbaulicher Behandlung ein hoher Wertholzanteil im Endbestand zu erwarten ist und keine oder zu geringe natürliche Verjüngung von den gewünschten Baumarten vorhanden ist. Für die Kalkulation der Pflanzenkosten wurden die Preise für nacktwurzeliges Pflanzmaterial herangezogen. Bei der Verwendung von Containerpflanzen, die für viele Situationen Vorteile haben, muss mit Mehrkosten von ca. 50 Cent pro Pflanze gerechnet werden. Es ist der Klassiker der Eichenaufforstung und viele Praktiker schwören bei der Eichenerziehung auf die innerartliche Konkurrenz, Eiche gegen Eiche. Der Vorteil dieser Begründungsform ist der homogene Höhenwuchs. Deshalb besteht keine Gefahr, dass Eichen von Mischbaumarten überwachsen werden und die Pflege der Jungbestände beschränkt sich auf die Entnahme von Prozen. Alles in allem handelt es sich um ein sehr stabiles System. Ein gravierender Nachteil ist das Fehlen einer Schattbaumart, welche die Eiche als Lichtbaumart ökologisch ergänzt und für Boden- und Stammbeschattung sorgt. Wie viel kostet ein Hektar von dieser Aufforstung? Die Pflanzen sind im Reihenbestand von 2 Meter gesetzt und haben in der Reihe 1 Meter Abstand. Das ergibt 5.000 pro Hektar. Das Stück kostet 80 Cent. Das sind dann 4.000 Euro. Für das Setzen fallen ebenfalls 80 Cent pro Pflanze an. Kommen also 4.000 Euro dazu. Der Hektar vollgepflanzt kostet in Summe 8.000 Euro. Da man meistens eine Zäunung braucht, um die Eichen vor Wildtieren zu schützen, addieren sich noch 3.300 Euro für 550 Laufmeter Zaun zu 6 Euro pro Laufmeter hinzu. Die Gesamtkosten für die geschützte Aufforstung betragen also 11.300 Euro. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Reihenaufforstung mit dem Unterschied, dass neben der Eiche auch eine Schattbaumart vorgesehen ist. Da der Hainbuche hier nur eine dienende Rolle zugedacht ist, wird sie als untergeordnete Mischung zur Eiche in einem weiteren Verband gesetzt. Der Vorteil dieses Designs ist, dass eine Schattbaumart in die Baumartenwahl mit einbezogen wird und die Pflanzenmenge gegenüber dem vorigen Modell kleiner ist. Nachteilig ist das meist unterschiedliche Höhenwuchsverhalten von Hainbuche und Eiche. Ist die Hainbuche vorwüchsig, muss man regulierend eingreifen, was meist durch Köpfen der Hainbuchen geschieht. Wie viel kostet ein Hektar von dieser Aufforstung? Die Eichen sind im Reihenbestand von 2 Metern gesetzt und in der Reihe mit 1 Meter Abstand. Das Ganze dreimal wiederholt, dann 2 Reihen Hainbuchen mit ebenfalls 2 Meter Reihenabstand und 3 Meter Abstand der Pflanzen in der Reihe. Diese Reihenabfolge wird dann beliebig oft wiederholt. Man benötigt für einen Hektar ca. 1500 Eichen mit einem Stückpreis von 80 Cent. Das sind 1200 Euro. Für das Setzen fallen ebenfalls 80 Cent pro Pflanze an, kommen also 1200 Euro dazu. Das sind 2400 Euro für die Eichen in Summe. Für die 800 Hainbuchen, die man für den Hektar braucht, kommen inklusive Setzen noch einmal 1280 Euro dazu. Das macht insgesamt 3680 Euro. Wenn man ohne Zaun nicht auskommt, muss man noch zusätzlich 3300 Euro für 550 Laufmeter Zaun zu 6 Euro pro Laufmeter kalkulieren. Jetzt sind wir auf 6980 Euro. Bei diesem Konzept setzt man die Eichen nur auf jene Plätze der Aufforstungsfläche, wo sie später als Z-Bäume auch ausgewählt werden können. Die räumliche Verteilung richtet sich nach dem geplanten Z-Baumabstand. In unserem Fall wurde er mit 13 x 13 Meter angenommen,
was einer Anzahl von ca. 60 Stück pro Hektar entspricht. Wenn man pro Pflanzenkollektiv 20 bis 25 Eichenpflanzen im Abstand von einem Meter zueinander setzt, findet man bei der Erstdurchforstung mit hoher Wahrscheinlichkeit einen brauchbaren Z-Baum. Zwischen den Trupps wird als dienende Mischung eine Schattbaumart im Weitverband eingebracht. Die Vorteile dieses Konzepts sind, dass man die Eichen dort hat, wo man sie braucht und mit relativ niedrigem Pflanzenbedarf einen engen, für die Eiche optimalen Verband wählen kann. Nachteil gegenüber Modellen mit reiner Eiche kann wieder die Konkurrenzsteuerung an der Kontaktlinie zwischen Eiche und Schattbaumart sein. Wie viel kostet ein Hektar von dieser Aufforstung? Pro Kollektiv benötigt man 25 Eichen. Bei 60 Trupps sind das 1500 Stück. Multipliziert mit 80 Cent Stückpreis ergibt 1200 Euro. Der gleiche Betrag kommt für Setzen dazu, macht 2400 Euro. Dann brauchen wir noch 650 Hainbuchen für den Weitverband zwischen den Eichentrupps. Das sind inklusive Setzen 1040 Euro. Damit sind wir mit dem Setzlohn und den Hainbuchenpflanzen bei 3440 Euro Gesamtkosten für die Bepflanzung. Leider muss man in den meisten Fällen zu diesem Betrag noch die Zaunkosten von 3300 Euro addieren. Sie sind in diesem Fall fast so hoch wie jene für die Bepflanzung. Welche Form man für seine Eichenkultur wählt, wird von vielen Faktoren abhängig sein und hat eher untergeordnete Bedeutung. Wichtig ist, dass man in einer Zeit der steigenden Klimaextreme nicht auf sie verzichtet und andere für Eichenstandorte ungeeignete Baumarten rein aus Sparsamkeit forciert. Diese Orientierungshilfe hat gezeigt, dass es für die Eiche Begründungskonzepte gibt, die durch vertretbare Kosten realisierbar sind. So, ich hoffe, dieser kurze Einblender gibt Ihnen eine Vorstellung davon, mit was und welchen Möglichkeiten der Eichenbegründung, Flächenbegründung möglich sind und mit welchen Kosten Sie damit ungefähr zu rechnen haben. Dazu kommen natürlich dann über die Jahre noch die verschiedenen Pflegekosten. Aber jetzt möchte ich hier auch in den nächsten Schritt übergehen. Wie behandelt man einen jungen Eichenbestand? Einen jungen Eichenbestand, der sich in der Dimensionierungsphase befindet. Und hierzu haben wir im Wienerwald einen Eichendurchforstungsversuch, der im Eigentum, und zwar in der Region Mauerbach, der von den österreichischen Bundesforsten betreut wird. Und hierbei handelt es sich um einen Bestand der Traubeneiche, der im Jahr 1973 als Reihenpflanzung angelegt wurde. Damals wurden 6500 Pflanzen pro Hektar gesetzt. Und im Jahr 1998 haben die österreichischen Bundesforste gemeinsam mit dem BFW diese Fläche angelegt. Und wir wollten dort untersuchen, was die Auswirkungen verschiedener Durchforstungsstärken auf die Entwicklung der Z-Bäume und den Gesamtbestand ist. Basierend auf unseren Vorschlägen für die verschiedenen Durchforstungsstärken wurden dann Durchforstungen in den Jahren 1999, 2003, 2009 und 2015 durchgeführt. Hier haben Sie einen kleinen Überblick über diesen Bestand. Wir haben hier drei Varianten angelegt. In einer Variante haben wir komplett undurchforstet gelassen und in zwei Varianten haben wir eine unterschiedliche, verschiedene Eingriffsstärken überprüft. Zunächst bei der Anlage der Fläche sind wir aber in alle drei Varianten hinein und haben potenzielle Z-Baumanwärter rausgesucht. Das heißt, wir haben sehr gradschaftliche, qualitativ hochwertige Bäume ausgewählt, die als zukünftige Wertträger im Zuge der Durchforstung gefördert werden sollten. Und in den Varianten 1 und 2 haben wir dann die Bedränger entnommen. Und zwar bei Variante 1 haben wir circa 4 bis 6 Bäume je Z-Baum entnommen. Und in der Variante 2 haben wir 2 bis 3 Bäume, Bedränger je Z-Baum entnommen. Die Berechnung dieser Entnahmestärke richtet sich nach dem sogenannten A-Wert, aber das spielt für diese Frage keine Rolle.
Hier sehen Sie ungefähr das Design. Damit Sie jetzt aber noch einen sehr guten Eindruck bekommen, wie das in der Realität aussieht, haben wir ein kleines Video für Sie vorbereitet und unser Förster, Ingenieur Hannes Schönauer, der diesen Versuch seit 25 Jahren betreut, vermittelt Ihnen jetzt in einem kleinen Video live ein paar Eindrücke von diesem Bestand. Bitte schön. Ich darf Sie recht herzlich auf unserem Eichendurchforstungsversuch in Mauerbach begrüßen. Und damit Sie einen Überblick über die Varianten bekommen, insbesondere über die Bestandesentwicklung, darf ich Sie zu einem kurzen Spaziergang durch die Fläche einladen. Los geht's! Wir sind jetzt auf unserem ersten Haltepunkt angekommen. Das ist die Variante 3, die sogenannte Nullfläche oder unbehandelte Vergleichsfläche. In dieser Fläche wurden keine Durchforstungseingriffe bis jetzt durchgeführt. Die Stammzahl verringerte sich nur durch natürliche Mortalität. Sie ist sehr hoch auf dieser Fläche noch. Und wenn Sie schauen, die Kronen sind ganz nach oben gerutscht. Durch die hohe Konkurrenz im Kronenraum und dadurch lassen auch die BHDs zu wünschen übrig. Auf dieser Fläche wurden Vergleichsbäume nach denselben Kriterien wie auf den anderen Varianten Z-Bäume ausgewählt. Und sie wurden nach Versuchsplan nicht freigestellt. Man sieht aufgrund der Kronenentwicklung, dass sie hinter manche Bedränger, die zwar von der Qualität viel schlechter sind, aber vitaler sind, zurückgedrängt werden. Wir befinden uns jetzt in Variante 2, also in der moderaten Durchforstung. Hier wurden die Durchforstungseingriffe seit der Erstdurchforstung vor gut 20 Jahren nur eher leicht durchgeführt. Es wurden pro Z-Baum circa 2 bis 3 Bedränge entnommen. Das Ziel hier ist, durch Aufrechterhaltung einer gewissen Kronenkonkurrenz das Dickenwachstum und das Kronenwachstum auch indirekt etwas zu dämpfen. Es soll die Jahrringbreite eher schmal gestaltet werden. Ein typischer Z-Baum oder ein typisches Beispiel für die Kronenkonkurrenz ist dieser Z-Baum. Man kann erkennen, er ist zwar freigestellt und wird gefördert, das ist der Unterschied zur Nullvariante, zur Vergleichsfläche, die wir vorher besprochen haben, aber es ist noch eine gewisse, sie hat nicht volle Expansionsfähigkeit, die Krone, und wird von den anderen noch etwas bedrängt. Wir befinden uns hier am letzten Punkt in Variante 1, also in der starken Durchforstung. Hier wurde sehr stark eingegriffen und die Kronen sind vollkommen freigestellt. Es stehen fast nur mehr Z-Bäume auf dieser Fläche. Die Krone kann voll expandieren und das Standortpotenzial kann für maximale Zuwachsleistung ausgenutzt werden. Ich bedanke mich, dass Sie mich begleitet haben und hoffe, dass Sie Einblicke gewonnen haben, und ich schalte zurück ins Studio zu Silvia Schüller. Danke. So, ich hoffe, Sie konnten einen kleinen guten Eindruck von der Fläche vor Ort gewinnen. Und ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar zusätzliche Ergebnisse, die Ergebnisse dieses Versuchs ein bisschen im Detail darstellen. Vielleicht zur Erinnerung, Sie können jetzt, Hannes Schönau ist jetzt auch bei uns am BFW, und Sie haben auch die Möglichkeit, falls Sie konkrete Fragen an ihn haben, auch Fragen an ihn im Chat zu stellen, und er würde Sie dann im Anschluss an diesen Vortrag auch oder mich dabei unterstützen, diese auch zu beantworten. Wenn man sich jetzt diese verschiedenen Durchforstungsstärken anschaut und wir schauen uns an, wie sich die mittlere Jahrringbreite der Z-Bäume, und das sind ja unsere Wertträger, das sind unsere Zukunftsbäume, mit denen wir am Ende sozusagen rechnen, wie sich diese entwickelt hat, dann sehen wir, dass
die stärkere Durchforstung bei der Entnahme von 4 bis 6 Bäumen, die EZ-Baum sich sehr, sehr gut ausgewirkt haben. Bei diesem starken Durchforstung ist der mittlere Zuwachs der Jahrenbreite fast doppelt so stark wie in der undurchforsteten Variante und auch noch immer weit vor der Variante 2 mit der mäßigen Durchforstung. Das heißt, hier wirkt sich die starke Durchforstung auch ganz unmittelbar auf die mittlere Jahrenbreite der Z-Bäume aus. Interessant und ganz wichtig dabei ist zu beachten, dass es keine Unterschiede im Gesamtzuwachs der Fläche gibt. Das heißt, die Bestandesgrundfläche bei allen drei Varianten ist gleich. Unabhängig davon, wie stark ich durchforste, der Zuwachs der Eiche auf dieser Fläche ist gleich. Das muss man sich im Kopf behalten. Hier sehen Sie nochmal, wie es dann unmittelbar nach einer derartigen Durchforstung ausgesehen hat im Bestand. Und um jetzt nochmal zu sehen, wie diese Lenkung auf die Wertträger geschehen hat, können wir hier ein bisschen in diese drei Bestände nochmal hineinzoomen. Sie sehen hier die hellblauen Bäume, das sind die Bäume, die irgendwann entfernt wurden bei Durchforstung. Die schwarzen sind die Bedränger, also die Indifferenten mit geringerer Qualität. Und die Z-Bäume haben wir immer rot markiert. In der undurchforsteten Variante sind das natürlich keine Z-Bäume, beziehungsweise sind keine Z-Bäume, die gefördert worden sind, sondern es sind nur Vergleichsbäume. Und ganz interessant ist, wenn Sie jetzt die Variante, die schwach durchforstete und die stark durchforstete vergleichen, Sie sehen, bei der stark durchforsteten wurde der Zuwachs, sind vor allem die Z-Bäume dicker geworden und die Bedränger, die indifferenten Bäume, haben kaum an Stärke gewonnen. Und in der Variante, in der schwach durchforsteten Variante, unterscheiden sich eigentlich die Z-Bäume in ihren Durchmessern kaum von den indifferenten Bäumen mit geringerer Qualität. Das heißt, hier hat ein großer Teil des Zuwachs auf den schlechter ausgeformten Bäumen gelegen. Und wir sehen eben, dass diese starke Durchforstung den Zuwachs vor allem auf diese wertvollen Z-Stämme gelenkt hat und damit auch auf das potenzielle Betriebsergebnis, was wir hier erzielen wollen. Hier nochmal ein Blick auf die Baumhöhenentwicklung und den BHD. Wir sehen eben auch hier nochmal, dass der BHD im Alter von 40 Jahren ungefähr der stark durchforsteten Variante etwa 4 Zentimeter vor den anderen Varianten liegt und jetzt im Alter von 40 Jahren 24 Zentimeter beträgt. Was kann man als Fazit ziehen von diesem Versuch? Ganz klar ist, Mit Beginn der Dimensionierungsphase, wir sprechen ja bei der Eichenbewirtschaftung, verwenden wir ja meistens dieses Qualifizierungs- und Dimensionierungs-, das QD-Verfahren, wo wir in der ersten Jugendphase die Qualifizierung der Bestände haben und erst dann mit der Dimensionierung beginnen. Und mit der Beginn der Dimensionierungsphase, die etwa im Alter von 20 bis 25 Jahre stattfindet, hilft es von vornherein, die Bäume sehr kräftig freizustellen. Und hier haben wir einen Vergleich. Das ist auf demselben Standort in Mauerbach. Sehen wir hier die Alteiche Lebereck. Die befindet sich in unmittelbarer Nähe unserer Versuchsfläche. Und das ist einer der wertvollsten Eichenbestände im Wienerwald. Und das ist ein Baum, der ungefähr 200 Jahre alt ist. Und wir hatten die Möglichkeit, einen dieser Bäume vor einigen Jahren, nachdem der entfernt wurde, eine Stammscheibe zu gewinnen und uns auch die Jahrenentwicklung anzuschauen. Und wir können jetzt sozusagen die Jahrenentwicklung dieses Altbaums mit der Durchforstungsfläche Mauerbach vergleichen. Und wir sehen, dass wir hier nach 40 Jahren schon bei der starken Durchforstung für diese Qualitätsbäume schon einen deutlichen Durchmesserzuwachs erzielen können. Damit möchte ich jetzt zu unserem dritten Arbeitsschwerpunkt kommen. Das sind die verspäteten Maßnahmen. Hier werden sich viele fragen, ja, was ist damit gemeint? Das Problem ist ja, dass wir der Eiche in der Vergangenheit nicht genug Aufmerksamkeit in der Bewirtschaftung, auch in der Bewirtschaftung von Mischbeständen gewidmet haben. Jetzt aber wissen, dass die Eiche auch im Vergleich zur Buche eigentlich die klimafittere Baumart ist. Das Problem ist, In den heutigen Mischbeständen, die schon mehr als 50 Jahre bis zu 100 Jahre alt waren, wurde die Eiche daher zu wenig gefördert, hat nur einen kleinen Anteil in der Grundfläche. Und die einzelnen Bäume haben relativ kleine Kronen, geringe Zuwächse und teilweise auch eine geringe Vitalität.
Für den Klimawandel können wir uns jetzt überlegen, dass es die Herausforderung ist, den Eichenanteil in diesen schon bestehenden Mischbeständen zu erhöhen, um den Bestand klimafitter zu bekommen, aber gleichzeitig auch, um die Wertleistung dieses Bestandes zu erhöhen. Und diese Fragestellung, kann man das machen und wie würde das ablaufen, haben wir uns gemeinsam auch mit den österreichischen Bundesforsten in verschiedenen Flächen auch im Wienerwald gewidmet. Und eine Fläche, die auch vom Kollegen Hannes Schönauer und dem Herrn Ruhm betreut werden, ist zum Beispiel der Eichenlichtwuchsfläche bei der Wöglerin. Hier handelt es sich um einen circa 100-jährigen Mischbestand von Buche, Eiche im Wienerwald, die zu Beginn unserer Untersuchung Dimensionen von 30 bis 35 Zentimeter BHD aufgewiesen haben. Und das Ziel der Maßnahmen hier war die Erhöhung des Eichenanteils und einen gesteigerten Wertzuwachs. Dazu wurden im Jahr 2013 wurde die Grundfläche des Bestandes und auch das Volumen um circa 50% abgesenkt. Das heißt, das war auch für den Betrieb ein relativ starker Eingriff in den Bestand. Durch diese Absenkung der Grundfläche veränderte sich die Mischung. Zu Beginn hatten wir eine Mischung von Buche-Eiche, 60% Eiche, 40% Buche. Durch den Eingriff hat sich das geändert von 30-70, das heißt 30% Buche und 70% Eiche. Und wir konnten dann in den darauffolgenden Jahren einen jährlichen Radialzuwachs der Z-Bäume nach dem Eingriff, also im Mittel von 2014 bis 2020, von ungefähr 3,3 mm pro Jahr erzielen. Ganz wichtig dabei ist, ich hatte das am Anfang erwähnt, die Eiche, dadurch, dass sie im Mischbestand gestanden ist, mit der oft auf vielen Standorten konkurrenzkräftigeren Buche, waren die Kronen teilweise klein und eingeklemmt. Und hier stellen sich viele Waldbesitzer dann die Frage, ja, was passiert? Da kommen Wasserreißer, entwertet das nicht die Eichen? Wie gehe ich damit um? Und da muss man klar sagen, ja, das passiert teilweise, gerade bei starken Freistellungen und bei starken Reduktionen, wie wir das gerade in diesem Fall haben, entstehen Wasserreißer. Und diese Wasserreißer sind für die Eiche Fluch und Segen. Sie sind Segen, weil sie der Eiche ermöglichen, eine Sekundärkrone auszubilden. Und diese Sekundärkrone ist notwendig, um einen weiteren Wertzuwachs und Volumenzuwachs zu ermöglichen. Sie können natürlich auch, teilweise sind sie eben auch ein Fluch, weil sie können teilweise zu einer Stammentwertung beitragen. In diesem Fall war es so, die sind aufgetreten, wurden dann teilweise auch einmalig entfernt. Ein zweites Mal war nicht notwendig. Und im oberen Stammabschnitt sehen wir, wie sich diese Wasserreißer zu einer Sekundärkrone entwickelt haben und wie diese dazu beitragen, dass diese Eichen auch in höherem Alter noch zusätzlich umsetzen können. Wie wirken sich solche verspäteten Maßnahmen insgesamt aus? Welches Volumenzuwachs und welche Wertsteigerung kann man nach solchen Maßnahmen erwarten? Hier haben wir versucht, die Z-Bäume, die gemessen wurden, in die verschiedenen Stärkeklassen einzusortieren. Und in der oberen Abbildung sehen Sie die Massenverteilung der Erdstämme im Jahr 2014 und 2017. Und in diesen drei Jahren ist ein ganzer Teil der Bäume, die davor in den Stärkeklassen 3a und 3b waren, in die Stärkeklassen 4a und 4b hineingewachsen. Damit ist nicht nur das Volumen der Z-Bäume gewachsen, sondern insbesondere ihr Wert, weil die Stärkeklassen 4a und 4b weit höher bewertet werden. Und man sieht das in der unteren Abbildung nochmal. Der Anteil des Wert sowie des Volumenzuwachs an der Wertsteigerung. Insgesamt der Volumenzuwachs in den gleichbleibenden Stärkeklassen war 65%, aber 35% des Volumenzuwachs ist direkt in eine höhere Stärkeklasse, hat in eine höhere Stärkeklasse stattgefunden und hat damit insbesondere zu einer Wertsteigerung beigetragen. Ganz grob gerechnet kann man sagen, der Volumenzuwachs an Erdstämmen pro Hektar und Jahr war 1,7 Festmeter. Die Wertsteigerung pro Hektar und Jahr, wenn man von 60 Z-Stämmen ausgeht, beträgt auf dieser Fläche knapp 550 Euro.
Und damit möchte ich zum Ende meines Vortrags kommen und hoffe, Sie konnten die verschiedenen Möglichkeiten der Eichenbewirtschaftung und Förderung der Eiche, sozusagen konnten sich einiges da mitnehmen. Als Fazit nochmal, die Stiel- und Traubeneiche gehören zu den wichtigsten heimischen klimafitten Baumarten. Die Wuchsleistung dieser Baumarten wurde bisher stark unterschätzt, aber variiert natürlich innerhalb Österreichs. Die Wertholzproduktion benötigt eine konsequente wandbauliche Behandlung, QD-Verfahren, zum Beispiel, also vor allem im QD-Verfahren. In der Jugendphase, in der Dimensionierungsphase ist es gut, kräftige Durchforstungen zu setzen, weil diese den Zuwachs auf die wertvollen Z-Bäume lenken. Auch in einem höheren Alter ist es noch möglich, den Eichenanteil in Mischbeständen zu erhöhen, auch bei Alter von 70 bis 100 Jahre. Und dieser Erhöhung des Eichenanteils trägt dazu bei, die Klimafitness der Bestände zu erhöhen, aber gleichzeitig auch die Wertleistung, des Gesamtbestandes zu erhöhen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und warte auf Fragen. Ja, ich sehe hier schon einige Fragen, teilweise Fragen, die auch, ich erfahre hier, dass es auch einige Fragen im Chat schon gibt, die teilweise auch schon beantwortet wurden. Die war zum Beispiel die Frage gestellt worden, welche Vorteile hat eine Eichentopfpflanze, also ein Container, zum Beispiel auf Pseudogleitböden? Ganz generell, die Containerpflanze hat natürlich den Vorteil, dass ich in der Pflanzzeit variabler bin. Ich kann schon im Herbst schon etwas früher pflanzen, gebe auch teilweise in der Frühjahrspflanzung, kann ich den Bäumen etwas mitgeben. Auf Pseudobleiböden ist darauf zu achten, da ist möglicherweise, dass sie einen guten Abschluss mit dem Boden hat und man möglicherweise auch mit Spaten arbeitet, um sicherzustellen, dass sie sozusagen in den Boden, in den Pseudoglei hinein wachsen kann. Das ist einfach sicherzustellen in diesem Fall. Dann kam die Frage, was ist eigentlich aus der vor Jahren stark beworbenen Nesterpflanzung geworden? Die Nesterpflanzung ist bei uns in zahlreichen Versuchsflächen genutzt worden und wir müssen ganz klar sagen, die Nesterpflanzung würden wir heute nicht mehr empfehlen. Wir haben sie damals ausprobiert, weil es war ein Modell, das in den 90er Jahren stark getestet wurde. Der Nachteil an der Nesterpflanzung ist, dass die Bäume sehr nah beieinander stehen und sich gegenseitig schon am Anfang eine starke Konkurrenz gegenseitig machen. Damit bleiben sie im Vergleich zum Nachbarbestand, zum Beispiel aus Hainbuche, zurück und können sich nicht so gut entwickeln, wie das sein sollte. Und für die Qualifizierung tragen sie wenig bei, weil die Bäume, zu nah beieinander stehen. Also Nesterpflanzung würden wir heute auf keinen Fall mehr empfehlen. Das haben wir gut untersucht und wissen, dass es nicht so gut funktioniert wie die Truppflanzung. Dann gibt's hier den Hinweis, dass bei der Bestandsbegründung ganz generell mehr Bedacht auf die maschinelle Pflege gesetzt werden sollte. Ja, dem kann ich voll zustimmen. Wo immer die Gelegenheit herrscht, sind die Reihenaufforstungen natürlich im Vorteil, wenn ich die Möglichkeit habe, diese auch maschinell zu pflegen. Das ist insbesondere bei größeren Flächen sehr gut geeignet, weil man dadurch auch weniger Arbeitskräfte bleibt. Also ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hängt immer von der Fläche ab. Wie groß ist die Fläche? Welche Möglichkeiten der Pflege habe ich? Etc. Welche Wildarten der Eiche gefährlich sind? Ja, eigentlich alle. Ja, deswegen ist die Zäunung bei einer Neuanlage fast obligatorisch oder eben auch eine viel, viel stärkere Bejagung, um sicherzustellen, dass in den ersten Jahren da kein Wild hineinkommt. Sie haben gesehen, Sie haben die Kosten gesehen, die so die eine Eichenaufforstung macht. Und es wäre ein Jammer schade, wenn man dann an diesem Ende spart. Ja, weil dann wären die ganzen Kosten umsonst gewesen. Jetzt muss ich schauen, was haben wir hier noch? Ja, hier kam dann nochmal die Frage, das Austreiben von Ästen aus Schlafenaugen bei einer Starkdurchforstung, kein Problem. Sie kann natürlich ein Problem sein, man kann aber die Wasserreißer sozusagen einmalig ganz gut entfernen und wie gesagt, die Wasserreißer haben eben auch den Vorteil für die Eiche, dass sie erlauben, noch eine Sekundärkrone zu bilden und dann sozusagen auch wieder vitaler zu werden, auch wenn sie schon davor eng zusammengestanden haben.
Ja, hier gibt es noch die Frage, auch danke schon, dankenswerterweise schon beantwortet vom Karl Schuster. Welche Pflegemaßnahmen bis zum Alter von 20 Jahren bei der Eiche sinnvoll und notwendig sind? Ich sehe das genauso. Bis zum Alter 20 sollte möglichst wenig eingegriffen werden, außer bei Trupp- und Nesterpflanzung. Gegebenenfalls kann man sozusagen ein paar Zwiesel entfernen und kleine Eingriffe vornehmen, aber eigentlich möglichst wenig. Hier gibt es die Frage, welche Zielstärke angestrebt werden sollte, in welchem Zeitraum etwa? Und hier, wir können das kaum verallgemeinern, weil die Standorte, wie wir das gesehen haben, sich schon sehr, sehr stark unterscheiden. Wir haben das gesehen, wenn wir jetzt mit der Stieleiche auf den optimalen Standorten im Alpenvorraum sind, dort sind Zielstärken von 80 bis 100 Zentimetern sind durchaus in 100 Jahren, 80 bis 100 Jahren erreichbar. Auf Standorten im Wienerwald, wo die Traubeneiche vorherrschend ist, oder auch im Weinviertel, schaut es ganz anders aus. Auch hier sind natürlich BHDs von 80 Zentimetern angestrebt, aber der Zeitraum dahin ist ein deutlich längerer. Und man muss im Wienerwald eher mit, sagen wir, 130 bis 150 Jahren möglicherweise rechnen und im Weinviertel möglicherweise noch etwas länger. Dann gibt es hier die Frage, welche Erlöse konnten seit der Begründung, wäre das eine Frage, die ich auch an den Ingenieur Hannes Schönauer weitergebe. Hier gibt es die Frage, welche Erlöse konnten seit der Begründung der Variante mit starkem Eingriff vor 40 Jahren erzielt werden? Wie viele Erntefestmistwälder wurden bis dahin entnommen? Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Also die Erlöse, die Deckungsbeiträge waren sehr gering, aber es konnte immer mit einem Plus eingegriffen werden. Die Anfallsmenge von Holz waren pro Eingriff circa 60 Festmeter beim Ersteingriff und den Folgeeingriffen 30 Festmeter. Ich glaube, das ist beantwortet. Ich kann das nicht lesen. Also, hier. Wie ist die maschinelle Pflanzung hinsichtlich Pflanzgüte, Wurzeldeformation der Sämlinge zu bewerten? Es gibt verschiedene maschinelle Verfahren, entweder mit einem Pflanzpflug ohne Bodenvorbereitung. Da kann es zu Problemen kommen, aber das modernste Verfahren ist jetzt, es wird ein Streifen gefräst mit 40 Zentimeter Breite in etwa und dann mit dem Pflug gesetzt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Qualität und unsere Erfahrungen sind, dass sich die Pflanzen sehr gut etabliert haben. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war also der BFE-Praxistag. Ich danke den Referentinnen und Referenten hier am BFE, Ernst Leitgeb, Marcella von Loh, Silvio Schüler und auch Hannes Schönauer. Vielen Dank auch für den interessanten Ausflug in den Wald mit dir. Und ich hoffe, dass Sie das auch als eine interessante Abwechslung empfunden haben, hier auch Videos aus dem Wald mit den Vorträgen vermischt in unserem Praxistag zu sehen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir werden die Vorträge auch auf YouTube noch etwas nachbearbeiten und dann zur Verfügung stellen auf dem BFE-YouTube-Channel. Und Sie können hier dann gerne eben auch nachsehen und auch weitere Fragen an uns stellen. Ganz generell, wie gesagt, wir sind jederzeit gerne bereit, mit Ihnen weiter hier zu diskutieren, in Kontakt zu treten und Fragen hier weiter zu bearbeiten. Falls Sie Feedback zum Praxistag in dieser Form haben, sehr gerne. Wir sind an Ihren Meinungen sehr interessiert. Entweder an mich, petermeyer@bfe.gv.at oder Christian Lackner oder auch jeden anderen, den Sie am BFE kennen, sehr gerne. Auch für uns ein neues Format und wir sind natürlich sehr interessiert, wie Sie es empfunden haben. Die Zahlen der Zuseherinnen und Zuseher sind sehr gut gewesen. Wir haben jetzt konstant über 300 Personen, die uns gefolgt sind. Das freut mich persönlich sehr, weil ich glaube, den Eindruck habe, dass das Format und auch die Zeit, die wir dafür vorgesehen haben, doch so ist, dass man dabei bleiben kann und hier dem Thema folgen kann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit hier am BFW Praxistag 2021 zum Thema Eiche als Baumart der Zukunft und als wichtige Baumart im Klimawandel, wie wir gehört haben. Der Klimawandel und die Frage der Baumarten wird uns erhalten bleiben. Wir werden dranbleiben, auch bei der Eiche, aber auch bei anderen Baumarten und werden Sie weiter am Laufenden halten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und bis bald in einer anderen Form der Zusammenarbeit oder beim nächsten Praxistag 2022 am BFW, dann möglicherweise wieder in gewohnter physischer Präsenz. Dankeschön und schönen Tag noch.